finden, an dem er, wenn er aufwacht, keine Gefahr befürchten und ihr vorbeugen muss, wo er seine Lieder singen kann und erwartet. Dort unten schleppen sich Menschen, betrunken und glücklich und schwer. Mut spüren sie hier alle, solange der Nachtbus noch fährt. Und während der Vogel seinen Weg sucht, brechen die Menschen alles ab. Betrachten im schmierigen Glas an der Bushaltestelle die Ringe unter den Augen mit den geplatzten Adern und Träumen, die ihnen nachts den Schlaf rauben und irgendwo aus der Ferne ertönt noch. Alles besser wird und man nicht mehr suchen muss. Und der Tinten im Morgengrauen findet die Suche eines Vogels ihren Schluss. Er wollte ein